Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Und auf geht's heute wieder in ein neues Video. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, dass du dir die Zeit für dich nimmst, dass du diese, ja, deine wertvolle Lebenszeit in dieses Video investierst, um dich wieder zu informieren, um wieder ein Schrittchen weiterzukommen, so in deiner Entwicklung, in deiner Befreiung, je nachdem, wo du gerade stehst. Und ich weiß ja, dass meine Videos ganz viele verschiedene Menschen schauen, eben Menschen, die jetzt gerade am Anfang sind und das Thema Narzissmus oder toxische Beziehung erstmal entdecken und aus allen Wolken fallen und sich da wirklich wie so eine neue Welt auftut. Aber ich weiß auch, dass viele dabei sind, die schon wirklich etliche Schritte weiter sind, dank dem Videokurs, oder ich weiß auch, dass viele Klienten zuschauen, die eben Sitzungen bei mir hatten, die um einiges wirklich schon weiter sind und ja, die sich natürlich auch so langsam andere Themen wünschen. Das ist ganz klar, da ist dann das nächste Schritt, das nächste Level an der Reihe. Und es wird immer so sein, dass ich auf der einen Seite natürlich immer weiter noch aufkläre, aber dann auch Schritte weiter hinaus nach der toxischen Beziehung immer mehr anbiete. Ja, weil es geht ja dann weiter. Man bleibt ja dann nicht stehen und dann denkt man, okay, das Thema ist abgehakt. Ja, wie geht denn jetzt glückliches Leben wirklich? Wie ist ja alles dann vielleicht Neuland, wenn man bis dahin immer nur toxische Beziehungen hatte oder nie wirklich frei war? Und man lernt dann wirklich wie fliegen. Das ist dann tatsächlich vergleichbar mit einem Vogel, der ewig im Käfig gesessen hat. Und es ist ja auch manchmal das Verrückte bei Vögeln, die ewig eingesperrt sind. Dann kannst du schon das Türchen vom Vogelkäfig auflassen und der fliegt dann einfach nicht mehr, weil er das gar nicht anders kennt und Angst hat vorm Fliegen. Ja, und dann kann selbst so ein Vogel denken, wenn man das so sagen kann, vielleicht kann ich ja gar nicht fliegen. Ja, aber ich weiß, alle, die den Weg gehen, die wollen fliegen, die wollen da raus aus dem Käfig. Und ja, das sind so die ersten Flugversuche dann danach, wo man tatsächlich wirklich lernt, wie denn so ein freies Leben wirklich geht und dass man das für sich beanspruchen darf. Zweite Sache, die ich nochmal sagen wollte, weil in letzter Zeit immer wieder auch Fragen nochmal kamen zu mir und zu meiner Person, ob ich denn wirklich eine richtige Therapeutin bin. Ich sage es ja eigentlich bei den Videos immer dazu, dass ich Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach bin. Dazu habe ich noch eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, habe so quasi eine Heilerlaubnis und therapiere Angststörungen, Zwangsstörungen, leichte bis mittelschwere Depressionen, Esssüchte, Raucherentwöhnung ist ja auch eine Sucht und eben diese toxischen Beziehungen und posttraumatische Belastungsstörungen, Anpassungsstörungen, wenn man es jetzt einfach mal so als Diagnosen erklären möchte. Genau, also dann, weil eben viele Klienten irgendwo an Berater oder so gekommen sind, die eben keine therapeutische Erfahrung haben. Also da wirklich gucken, weil nämlich der Begriff Coach nicht geschützt ist. Also dafür braucht man nicht mal eine bestimmte Ausbildung absolviert haben, weil das ein freier Begriff ist. Den kann jeder verwenden, der eben, weiß ich nicht, ab heute sagt, Mensch, ich möchte jetzt Coach sein. Der braucht nur Gewerbe anmelden und sich Coach nennen. Deswegen ist gar nicht so einfach, das wirklich zu unterscheiden. Da auf jeden Fall informieren. Also guck gerne auf meine Website, da siehst du, welche Ausbildung ich gemacht habe und auch wenn du irgendwo anders bist, dich auch informieren und natürlich auch nach dem Gefühl gehen, weil es gibt natürlich auch Psychotherapeuten oder Diplompsychologen oder Menschen, die fundierte Ausbildung haben, die einem dann vielleicht auch nicht weiterhelfen können, weil sie es vielleicht nicht mit dem Herzen machen, ja. Also das möchte ich auf dem Weg geben, egal was du machst. Natürlich Fakten informieren, aber eben auch nach dem Herzen entscheiden lassen. Also dein Herz entscheiden lassen, weil nicht jeder Therapeut passt zu einem. Nicht jeder Coach passt zu einem. Genauso gibt es da draußen ganz wundervolle Menschen, die Coach sind, die super tolle Arbeit machen, die ganz wundervoll sind. Also guck da einfach und informier dich. So, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Genau, ja, kommen wir zum eigentlichen Thema von dem Video heute. Und es soll darum gehen, dass eben in und nach toxischen Beziehungen bestimmte Plätze oder Orte, wo du mit deinem toxischen Partner gewesen bist,
irgendwie komisch sind, magisch sind. Manche sprechen von verseuchten Orten oder von magischen Orten oder wie verseuchtes Gebiet. Ich versuche das mal zu erklären, aber wenn du in einer toxischen Beziehung warst, wirst du vielleicht schon wissen, wie ich das meine. Das sind Orte, wo ihr euch getroffen habt, wo ihr zusammen wart, wo ihr Zeit verbracht habt, wo er vielleicht was Wichtiges zu dir gesagt hat, wo vielleicht das Schockverlieben stattgefunden hat. Bestimmte Restaurants oder einfach Landschaften, wo ihr euch aufgehalten habt, die eben so sehr stark emotionsüberladen waren. Ja, man muss ja wirklich unterscheiden bei diesen toxischen Beziehungen, ist ja klar, die kannst du nicht mit normalen Beziehungen vergleichen. Bei einer normalen Beziehung, wenn das beginnt und du dich verliebst, bist du natürlich auch am Anfang in so einer Verliebtheitsphase, in der rosaroten Brille, wo du natürlich alles um dich rum schön siehst. Das Gras ist grüner, die Blumen viel bunter und selbst so ein grauer Regentag, der strahlt. Du weißt schon, was ich meine. Also jeder war irgendwo verliebt. Und durch dieses Verliebtsein sieht man natürlich auch den Partner ideal und sieht eben auch die kleinen Macken nicht. Dass eben, wenn die Verliebtheitsphase nachlässt, wenn es eine gesunde Verliebtheit ist, man dann eben auch wirklich dieser Nebel verschwindet und man den Partner dann wirklich so sieht, wie er ist. Und da ist eben die Stunde der Wahrheit, dann fängt eben entweder Liebe an oder es war nur ein kurzes Strohfeuer, ja. Dieses Verliebtsein ist auch eine Form, ich sage immer, Verliebtsein ist schon eine Form von Angst auch. Da ist auch Adrenalin im Spiel. Auf der einen Seite Freude, jemanden anderen gefunden zu haben, aber auch Angst, weil man ist sich ja dem anderen noch nicht sicher. Das alles aber bei Weitem nicht so extrem wie in der toxischen Beziehung, weil da knallen ja auch diese Schmerzkörper aufeinander. Das ist ja wie eine Explosion, die da geschieht, wo dein inneres Kind sowas von hype-mäßig in den Himmel katapultiert wird mit einer Rakete an Glücksgefühlen, weil eben dieser toxische Partner die Erfüllung deiner Träume auf extreme Weise entspricht. Was in normalen Beziehungen natürlich nicht so krass ist, ne? Deswegen sagt man auch so dieses toxische Verlieben oder Schockverlieben oder ne, dieses, was eben nicht normal ist, was zu extrem ist. Ja? Und es ist aber so, in diesen toxischen Beziehungen kommt man nie in diese ruhige Phase. Also so normale Verliebtheit ist schon nicht mal da oben, sondern spielt sich etwas im unteren Bereich ab und wird immer ruhiger, wird immer stabiler. Je mehr man den Partner kennenlernt, je mehr man die Sicherheit, die Stabilität, die Verlässlichkeit von dem Partner gezeigt bekommt, umso ruhiger wird es. Und die Liebe, die echte Liebe ist ja ruhig und friedlich und die fühlt sich sicher an. Und da muss man sich nicht ständig den Kopf zerbrechen. Da ist man nicht wie ein Junkie und guckt aufs Handy. Da ist man ruhig und fröhlich. Da kann man auch arbeiten gehen. Da ist man nicht wie durch den Wind. Vielleicht am Anfang von der Verliebtheit, aber mit der Zeit eben nicht mehr. Und aus dieser toxischen Beziehung kommt man eben aus diesen Adrenalinüberschuss überhaupt nicht mehr raus, der ja viel, viel höher ist. Das heißt, man ist, normale Verliebtheitsphase, ja, wird immer gesagt, 3 Monate, 6 Monate, kann auch wirklich mal länger andauern, aber man kann dann wirklich spüren, es wird ruhiger mit der Zeit. In einer toxischen Beziehung wird gar nichts ruhiger. Ja, da ist das immer auf diesem oberen Level, weil natürlich dieser Partner nie die Sicherheit dir geben kann. Der ist immer auf dem Sprung, der hat immer seinen Fuß in der Tür, der ist immer mit Gedanken woanders. Und wenn ihr euch gedatet oder getroffen habt und ihr verabschiedet euch wieder, dann ist der wie komplett aus deinem Leben verschwunden. Meinetwegen mag er schreiben. Aber du spürst, es ist die Verbindung wie weg, als ob der sich selbstständig macht. Und das spürst du, weil natürlich dieser Mensch nicht mit dem Herzen wirklich dabei ist. Der ist ja auch nicht da, der ist ja nicht verfügbar. Das ist diese Manipulation, das Unechte, was du dann in all diesen Unsicherheiten spürst. Und in dir will alles diese Sicherheit. Und dein inneres Kind in dir tritt am Rad und möchte
die Stabilität und will jetzt endlich dieses Happy End. Und weil man hat ja schon den Checkpot am Anfang präsentiert bekommen. Und im Prinzip bist du jetzt in dieser ganzen Vergiftung drin, in dieser Daueradrenalinvergiftung, in diesem Dauerbeschuss irgendwo. Angst, ihn zu verlieren, Angst, dass er weggeht, diese Abwertung und die Rückzüge und die Schweigebehandlung und das Ghosting und das Hin und Her sorgt ja dafür, dass du mit Adrenalin immer wieder überschüttet wirst. Aber genauso auch diese Highs, diese Kicks, die dich auch wieder überschütten. Und Adrenalin in Dauerzustand macht krank, macht vernebelt deinen Geist, macht dich unkonzentriert, vergiftet dich, ja, vernebelt dich, dass du immer mehr, du bist dann wie unter Dauerdroge, musst du dir vorstellen. Und so wie ein Verliebter eine Gegend, eine Situation oder so mit rosa-roter Brille sieht für eine gewisse Zeit, so färben sich auch all die Orte, wo du mit deinem toxischen Partner warst, genauso in unrealistische Bilder, Klänge, Farben, aber das eben noch 10 Stufen mehr als in der normalen Verliebtheitsphase. Und genauso, weil du ja mit diesem toxischen Partner nicht nur dieses Schöne erlebst, wie in einer normalen beginnenden Beziehung, ist ja die Verliebtheit schöner. Klar ist da die Unsicherheit, weil du weißt doch nicht genau, will der andere mich. Aber du hast in einer normalen Beziehung, die dann immer stabiler wird, nicht die Abwertung, nicht dieses Zurückziehen, diese Pieksereien, diese... ja, Sticheleien, dieses Gaslighting, dieses, wo dein inneres System, wo deine Intuition, dein Bauchgefühl schreit, das hast du da nicht in den normalen Beziehungen. Da verknüpfst du das alles mit positiven Dingen in einer normalen Beziehung. In der toxischen Beziehung bist du Adrenalin, entweder Adrenalin, Verlustangst, ich kriege ihn nicht zurück, Absturz, Entzug oder Adrenalin, er kommt zu mir zurück, jetzt kriege ich meine Träume erfüllt, ist immer, das schlägt aus ohne Ende und so speichert sich mit diesen Orten, wo du ihn triffst. Ich spreche natürlich jetzt hier von den Männern, natürlich weiß ich auch, also wenn für Frauen, die einen Mann haben, die einen Partner haben, aber ich weiß natürlich auch, dass Männer zuschauen und deswegen kann das genauso auch Frauen betreffen. Das nur mal so erklärt, weil ja auch immer wieder Kommentare dabei sind, die werden zwar immer weniger, weil es die meisten wissen, dass natürlich genauso auch Frauen toxisch sein können. Das fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Also, ne, du bist immer in diesem Adrenalin, entweder Verlustangst oder jetzt die Erfüllung der Träume. Droge, Checkpot, Absturz und Rückzug. Adrenalin, Adrenalin. Und so speicherst du in diesen Orten, wo all das geschieht, auch diese negativen Erfahrungen mit ab. Auch diese Trauer, diesen Schmerz mit ab, diese wahnsinnige Verlustangst ist so geprägt von Angst. Und dadurch entstehen, speichert sich das auch so in diese Orte mit ein. Und diese Orte entwickeln sich dann zu Triggern. Das heißt, wenn du an einer bestimmten Stelle vorbeigehst, wenn du nur das Ortseingangsschild von diesem Ort liest, Trigger, wenn du an seinem Haus vorbeifährst, Trigger, wenn du an einem bestimmten Park oder Waldstück vorbeifährst, Trigger. Manche sind auf der Autobahn, irgendein bestimmter Autobahnabschnitt, das kann auch wieder antriggern. Also diesen Schmerz, dieses Leid, was ja damit verbunden ist. Und es wurde ja mit der Zeit immer mehr, immer weniger Freude, immer weniger heiß, immer mehr Schmerz. Und das speichert sich wirklich da drin ab. Manche Klienten berichten mir, oh, ich kann gar nicht mehr durch diese Gegend fahren. Das ist für mich wie ein schwarzer Bereich auf der Landkarte. Eine Klientin sagt mal, das ist wie Lochfraß, wie schwarzer Lochfraß auf der Landkarte, wie verseuchtes Gebiet. Weil da dein inneres System mit diesen Orten, diese Negativität, dieses ja, Trauma, was da für dich entstanden ist, diese Sucht so abgespeichert hat.
da können eben wieder diese Flashbacks ausgelöst werden, ne? Und Flashbacks sind immer auch ein Zeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung. Da gehören natürlich noch mehrere Symptome dazu, aber Flashbacks sind eben ganz typisch dafür. Dieses Triggern, wo du plötzlich wieder drin bist in diesem ganzen Gefühl. Oder es können auch Orte sein, wo ihr schöne Sachen erlebt habt, irgendwo an einem Urlaubsort und du bist dort vielleicht wieder und dann ist das auch alles wieder so eingeschaltet und dann kommt wieder so eine wahnsinnige Trauer, dass das ja so schön war, aber wahrscheinlich nicht echt war und das alles nicht geklappt hat. So, wie kannst du denn diese Orte wieder entgiften? Wie kannst du denn dafür sorgen, dass die Orte wieder für dich neutral werden, dass die nicht mehr verseucht sind, dass die weder die magischen Orte sind, die wie in Zauberlicht und in Glanz und Glitzer getaucht sind, wie als ob du ins Spielcasino reingehst, wo da auch eine ganz andere Scheinwelt ist, abgeschottet von außen. Und wie kannst du eben diese negativ behafteten Orte für dich wieder neutralisieren? Das geht. Und das ist gar nicht schwer und das ist interessanterweise immer so ein lustiger, ja, oder ein schöner Nebeneffekt von deiner Befreiung. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es gibt eben nur diesen einen Weg und ich lade dich herzlich ein, den zu gehen, zu schauen, wo ist dein Schmerz her, deinen Schmerz anzuschauen, dein Leid anzuschauen, deine Trauer, deine Verlustängste. Deine Abhängigkeit, dein Suchtverhalten anzuschauen, zu gucken, wo du das herkennst, zu gucken, wo die Ursachen sind, zu forschen, wie war das in meiner Kindheit, wo habe ich das gelernt, diese Gefühle aufzulösen, wie das alles geht, ne? Weißt du, mein großer Videokurs raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe, führt dich dadurch, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen. Klar, musst du es anwenden, du musst es auch machen, du musst wirklich diese Hypnoseanwendung dann auch machen. Ja, von ganz alleine, also nur Videos schauen wird nicht reichen, nur Bücher lesen wird nicht reichen, wirklich diese innere Arbeit machen. Ja, schau da auf meiner Website www.liebenohneleiden.de im Shop gibt es da Hilfen, also für deine Selbstbefreiung. Wenn du eben stark traumatisiert bist oder wirklich stark in der Sucht gefangen bist, wirst du sicherlich Einzelbegleitung brauchen, also einzelne Sitzungen. Die Hypnosetherapie zum Beispiel, die ich anbiete, geht wahnsinnig schnell. Also es ist wirklich eine Kurzzeittherapie, wo man wirklich in wenigen Sitzungen wahnsinnig viel erreichen kann. Und wenn du soweit so psychisch stabil bist und sagst, Mensch, ich will es lieber in meine eigenen Hände nehmen, dann mach den Videokurs, es funktioniert einfach. Ich bekomme jeden Tag Rückmeldungen, wie wundervoll das funktioniert und wie hilfreich das ist. Und das freut mich natürlich ganz, ganz besonders. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann ist es so, dass diese Orte sich automatisch entgiften. Weil da diese Ladung raus ist, der Schmerz ist raus, weil er in dir raus ist. Der muss aus dir raus und somit entgiftet sich auch dein Umfeld, somit entgiften sich deine Erinnerungen, deine Orte. Weil diese Orte und magischen Plätze immer nur etwas in dir anträgern, was in dir da ist. Dieser Schmerz, dieser Leid, diese Angst, diese Sucht. Und solange die noch in dir ist, kann von außen immer wieder was eingeschaltet werden. Ist die aufgelöst? Ist da nichts mehr? Ist da keine Angst mehr, keine Verlustangst, keine Abhängigkeit, keine Selbstunliebe, kein Gefühl der Wertlosigkeit mehr? Kann von außen das nicht mehr angetriggert werden? Das lässt dann nach, manchmal sehr schnell, manchmal braucht es einen Moment, sagen wir mal, bis sich das alles schön entgiftet hat. Auch körperlich wirst du das merken. Und dann ist es so, dass die Klienten dann erzählen, und ich kenne es eben selbst auch, dass die Orte dann neutral sind. Die Orte sind neutral. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein ganz normaler Ort wie jeder andere. Manchmal stellt man erst später fest, huch, ich bin ja jetzt durch diesen Ort gefahren. Merke ich jetzt erst, war ja total normal. Ich bin auf dieser Autobahnstrecke gefahren. Jetzt merke ich das erst, jetzt bin ich angekommen. Oh, war ja gar nichts mehr. Muss ich ja gleich nochmal testen. Ja, dass das einfach raus ist. Eine Klientin erzählte mir, sie war mit ihrem toxischen Partner für 2-3 Mal in so einem Sportclub.
Ja, also die haben da nicht regelmäßig trainiert, aber so bestimmte Highlights, ja, weil mit toxischen Menschen kann man ja auch gar nichts regelmäßig machen, weil die ja immer hin und her springen, weil es ja da nie eine Beständigkeit gibt, sondern immer dieses Hin und Her. Und sie sagte, ich kam da rein, also sie war bestimmt ein Jahr in diesem Sportclub nicht mehr, und sie sagte, sie kam rein und sagte, das war ein ganz normaler Sportclub. Da war überhaupt nichts Aufregendes mehr. Das war überhaupt nichts. Das kam mir so normal dort vor. Das war überhaupt nicht mehr so glitzernd. Das war so ziemlich, naja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber so neutral. Und das ist erstmal komisch, wenn man sich dann entgiftet hat. Wenn man so immer dieses verrückte, crazyhafte hat und dann wieder auf einem normalen Level ankommt. Hier, herzlich willkommen im normalen Leben. Dann ist das erstmal seltsam. Es ist wie, wenn du immer im schrägen Disneyland gelebt hast für die letzten Monate, Jahre oder so. Immer schräg, immer alles bunt, alles verrückt oder so. Und plötzlich kommst du oft im normalen Leben wieder an. Dann ist es klar, dann ist das erstmal komisch. Dann ist das erstmal ungewohnt. Aber ich sag dir, diese herrliche Ruhe, diese herrliche Normalheit, diese herrliche Stabilität. Der Frieden, diese Liebe, die immer mehr in dir aufkommt, die wirst du schätzen lernen. Die ist so toll. Du wirst dich schneller dran gewöhnen, als du dir jetzt vorstellen kannst. Und das wünsche ich dir, dass diese verseuchten Plätze sich entgiften, dass da dieses Gift abfließen kann, dass auch alle Magie, alle Zauberei, die da drinnen gespeichert ist, wegfließen kann, weil es eine Illusion ist, weil es nicht echt war, weil jeder Zaubertrick früher oder später kommt man dahinter und dann schaut man hinter diese Illusion und dann fliegt alles auf. Aber es war ja nicht echt, es war ja nur ein Trick. Es war irgendwo ein psychischer Trick, der durch die Angst, durch diese Verlustangst, das Hin und Her, die Sucht und die Adrenalinüberschüttung in deinem Kopf so ein Cocktail kreiert hat, dass du selber diese Illusion erschaffen hast, ohne dass du es wolltest. Ja, aber das ist eben der einzige Weg, sich von dieser Illusion zu verabschieden. Und du wirst die Ruhe, die Liebe, die Stabilität, die so schöne Normalheit in diesem Leben schätzen lernen können. Und vor allem, du wirst eine ganz andere, neue Magie entdecken. Die Magie, die du in deinem Leben durch deine Dankbarkeit entdecken kannst. Die vielen kleinen Glücksmomente, die in so einer toxischen Beziehung mit so einem toxischen Partner nicht möglich, gewesen wären. Diese kleinen und großen Wunder, die in deinem Leben geschehen, wenn du über die Wiese gehst und du siehst so ein einzelnes kleines Gänseblümchen. Und das ist ein Wunder, das ist ein magischer Moment. Oder wenn du zum Himmel guckst und du siehst, da kommen von oben so die Sonnenstrahlen durch, diese Momente. Manchmal finde ich die Worte nicht, wenn du in den Sternenhimmel abends schaust und du siehst die ganz vielen Sterne da glitzern und als ob die mit dir sprechen, als ob die dir zuglitzern. Und ich bin jetzt nicht irgendwie verrückt, sondern das sind diese Glücksmomente. Und ich glaube, wenn du wieder mal heute mit dem Herzen zuhörst, wirst du wissen, welche Glücksmomente ich meine. Diese Momente, wo du durch eine Stadt gehst, durch irgendwelche Gebiete gehst, wo du fremd bist und die sprechen fremde Menschen an und die schauen dich an und sagen dir, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Und das ist wie, als ob ein Engel dich anspricht. Habe ich alles erlebt und das ganz ohne Absicht von diesen Menschen. Der will dir einfach einen schönen Tag wünschen, einfach so, nichts weiter. Und es ist wie, als ob dir dein Engel begegnen. Und da durch all diese Dinge merkst du, wie dein Inneres sich verändert, wie das dann zurückkommt, was du innen trägst, wie das reflektiert wird, wie das in Resonanz geht mit dem, was du innen hast. Und das sind so diese kleinen und großen magischen Momente. Kreiere deine eigene gesunde Magie, die auf Liebe und Dankbarkeit beruht und dein Leben wird magisch und glitzernd. Ganz ohne Drama, ohne toxische Menschen, ohne
Bedürftigkeit, ohne Verlustangst, ohne ein inneres Kind in dir, was da so traurig ist. Nee, das, wenn du da angekommen bist, hast du das dann hinter dir und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Also guck sie gerne mal an, was ich so anbiete auf meiner Website liebenohneleiden.de im Shop. Da gibt es ganz viele Hilfen, es funktioniert einfach und es ist deine Investition in dein Leben. Und Mensch, jeder Tag ist ein Geschenk und jeder Tag zählt und jeden Tag, wo man vor sich hin leidet, ist eigentlich unnötig. Ist ein verlorener Tag. Das muss nicht sein. Okay? Also, lass es dir gut gehen. Schreib gerne in die Kommentare, was du vielleicht so erlebt hast, was du vielleicht für verseuchte Orte erlebt hast oder magische Orte und wie es jetzt vielleicht ist. Vielleicht sind die ja schon entgiftet. Und wenn nicht, weißt du ja jetzt, wie das geht und wo dein Weg lang geht. Ich wünsche dir alles Liebe dafür, ganz viel Kraft und jeder Tag ist ein Geschenk. Und ich freue mich aufs nächste Video. Daumen hoch nicht vergessen. Ganz lieben Dank. Bis bald. Tschüss.